Moin, moin. Ja, wir haben heute Samstag, den 26. September. Wir sind jetzt in der letzten Woche, in der vierten Woche unterwegs mit dem Runner. Heute ist wieder Fahrtag. Wir haben eben gerade bei Netto wieder den Runner vollgeladen. Kühlschrank, Oberkante voll. Zu trinken ist auch reichlich da. Ja, wir sind im Harz. Es geht weiter zur nächsten Station und zwar Richtung Bad Harzburg, Göttinger Rode. Da fahren wir jetzt zum Regenbogencamp in Bad Harzburg. Da bleiben wir dann wieder 4 Tage. Und wir hoffen natürlich, dass wir wieder tolle Touren da finden. Also Wandertouren für uns. Bergziegen. Ja, wettertechnisch haben wir Glück gehabt. Es hat die ganze Nacht nicht geregnet. Und auch heute Morgen, wir konnten alles in Ruhe einpacken. Es hat nicht geregnet. War nicht anders prognostiziert. Eigentlich war 100% Regen heute, hatte ich gestern ja erzählt. Toi, 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 wenn Engel reisen, ne? So ist das halt. Ja, jetzt heißt es halt, heute Nachmittag soll es Regen geben. Aber gut, heute ist eh je Ruhetag, Gammeltag, Internettag, Lesetag, keine Ahnung was. Ja, wir machen uns jetzt mal los Richtung Bad Harzburg. Das sind jetzt von hier ungefähr knapp 50 Kilometer. Pi mal Daumen, eine Stunde Fahrzeit. Jo, jetzt geht's los. Diese Richtung. Da sind wir angekommen in der Regenbogen-Ferienanlage Bad Harzburg. Ja, leider hat uns das Wetter, das schlechte Wetter, doch noch eingeholt. Es fing unterwegs doch recht an zu regnen. Auch jetzt hier in Bad Harzburg, Göttinger Rode. Es bieselt. Oder es regnet. Ja, wie befürchtet, wird heute nichts passieren. Wie gesagt, unser Fahr-, Einkaufs-, Gammel-, Relax-Tag werden wir heute wahrscheinlich komplett im Runner verbringen. Ist ja auch mal nicht schlecht, einfach mal nichts zu tun. Wir haben, glaube ich, noch nicht einmal Fernsehen geguckt. Vielleicht wird der Fernseher heute auch mal angemacht. Keine Ahnung. Wichtig ist, dass morgen wieder vernünftiges Wetter ist. Vielleicht ein bisschen Sonnenschein. Obwohl, Wetterbericht ist nicht dolle. Dass wir morgen hier um zu Bad Harzburg unsere Wandertour beginnen können. Und vielleicht ein, zwei neue Stempel für die Harzer Wanderkündigung ergattern können. Ja, ich verabschiede mich erstmal für den heutigen Tag. Wahrscheinlich wird heute nichts mehr passieren. Aber morgen sind wir wieder da. Bis dann. Tschüss. Moin, moin aus Bad Harzburg. Ja, wir haben Sonntag. Wie ihr sehen könnt, sind wir schon wieder unterwegs auf unserem Sonntagsspaziergang. Ja, Wetter. Heute Nacht hat es ordentlich noch gegossen und gestürmt. Der kleine Runner wurde ordentlich durchgeschüttelt. Aber seit heute Morgen ist es trocken. Es war kalt, aber das stört uns ja nicht. Ja, gut gefrühstückt haben wir heute mit frischen Brötchen hier und lecker Frühstücksei. Ja, so viel Zeit muss sein. Ja, und jetzt sind wir seit 10:30 wieder on Tour auf der Jagd nach Wanderstempeln. Wir hoffen, dass das Wetter heute mal trocken bleibt, obwohl wir sind gut ausgerüstet, falls ein Regenschauer kommt. Oh, es bringt ja nicht so viel Spaß, wenn es regnet. Aber wir sind guten Mutes, weil das sieht jetzt irgendwie gar nicht mal so schlecht aus. So ein leichtes Blinzeln der Sonne. Ja, wir sind aus dem Runner ausgestiegen. Es ging sofort bergauf, weil der erste Stempel liegt wieder auf so einer komischen Klippe.
aber erzähl euch ja gar nicht mehr, das kennt ihr ja mittlerweile ja schon. Klippen sind immer oben. So, nicht lang schnacken. Wir kämpfen weiter und wir melden uns wieder, wenn es was zu sehen gibt. Auf geht's. Wir sind hier auf dem Kästeklippenweg. Nein, Kästeklippentour. Endlich normalisiert sich der Weg. Wir sind jetzt wirklich vom Campingplatz runter. Und direkt hinterm Campingplatz ging der Weg, sage und schreibe, jetzt 3 Kilometer nur bergauf. Jetzt ist der Weg halbwegs waagerecht. Eine ganz leichte Steigung nur noch. Also ich dusche heute Morgen warm, sonst war ich schon wieder durch. Es geht ganz schnell hier. Ein Berganstieg, man ist schon kaputt. Das glaubt man ja nicht. Da kraxeln wir hier hoch. Was ist hier oben? Eine Haltestelle. Eine Bushaltestelle. Der KVG. Hier oben. Ich glaube, ich träume. Kilometer nur bergauf und dann ist dann eine Bushaltestelle. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich habe mir dann mal eben Mütze aufgesetzt, weil wir sind so ins Schwitzen gekommen. Aber die Luft ist schön kühl, klar, kühl, kalt. So, weiter geht's. Nicht lang schnacken. Und auch hier liegt wieder überall Holz. Holz, soweit das Auge blicken kann. Aber da hat die Herzsavanna-Königin was entdeckt. Zielstrebig läuft sie auf diese grüne Kiste zu. Sie zückt schon mal ihr Heft. Ja, da freut sich doch jemand. Da ist er. Harzer Wandernadel, Stempelschild 118, Kästehaus. Mach ihn rein. Erster Stempel war bei 5,2 Kilometern. Wir sind mittlerweile 1 Stunde 10 marschiert. Jetzt haben wir uns die Kästeklippen nochmal an. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Hexenküche. Da steht es, Hexenküche. Komm in die Hexenküche. Hier ist gleich der nächste Stempel, Treppenstein, 0,4 Kilometer noch und da steht sehr steiler, rustikaler Weg. Jo, kann man so bezeichnen.
Heidun hat ihn schon gesichtet. Die Nummer 2 nach fast 7 Kilometern. 1,75 Stunden. Und der schimpft sich Treppenstein. Nummer 2 am Sonntag. Das ist hier der Namensgeber des Wanderstempels. Treppenstein. Nachdem wir den Weg nach oben gestiefelt sind und die 2 Stempelkästen gefunden haben, geht es wieder abwärts ins Tal. Ja, und da wollen wir dann hoffentlich, was wollen wir da? Einen dritten Stempel an der Verlobungsinsel auf der Orca. Ich weiß nicht, irgendwie ist der Stempelkasten auf dem Wasser. Wir gehen mal luschern. Vielleicht müssen wir noch schwimmen heute. Vielleicht müssen wir noch schwimmen. Nein. Also. Jo, das wird heute nichts mit dem dritten Stempel. Wie bald jeden Tag, die ersten 2 findet man immer schnell, gut ausgezeichnet. War heute auch wieder so. Ja, und dann waren wir auf dem Weg zum dritten. Ja, irgendwo gab es keine Schilder mehr. Und die Haase Wanderkönigin war auch planlos. Jetzt eilen wir hier durch Ogger durch. Ja, und suchen jetzt den Weg nach Hause. Also heute gibt es noch 2 Stempel. Ist mir auch egal. Weiter geht's. Da sind wir. Zurück am Regenbogenfernpark Bad Harzburg in Göttingerode. Da ist der Ranner. Ja, 17 Kilometer heute. Fast 4 Stunden. 2 Stempel. Über den dritten reden wir lieber nicht mehr. Kriegen wir ja noch schlechte Laune. So, jetzt sind wir da. Die Sonne kommt durch. Ich glaube, wir können uns noch mal draußen ein bisschen hinsetzen. Und ein bisschen entspannen. Wetter ist den ganzen Tag trocken geblieben. Leichter Wind. Alles spitzenmäßig. So, jetzt habe ich Durst. Prost. Moin Moin am Montag aus Bad Harzburg. Ja, ihr seht, heute haben wir beide so einen Deckel drauf. Es ist merklich frischer geworden.
aber es ist trocken. Also der Wetterbericht sieht jetzt nicht mehr so schlimm aus wie ja, Ende letzter Woche. Aber kalt ist es. Da ich heute auch frisch rasiert bin, oben auch, polierte Platte, wird es mir ein bisschen kalt um die Glatze. Ja, es ist 10:30, wir sind wieder unterwegs auf der Yacht nach den Wanderstempeln, nachdem wir gestern hier nur 2 gepackt haben. Wollen sehen, was wir heute so hinbekommen. Ja, wir freuen uns, dass es nicht regnet. Landschaft, hatte ich gestern noch gar nicht erzählt, sieht natürlich wieder ganz anders aus als an den bisherigen Orten. Hier liegen überall so ein paar Felsen rum, aufgestapelt, als ob die jemand zusammengebastelt hat. Nein, das ist natürlich von der Natur aus so. Ja, was gibt noch zu sagen? Halt rund. Alles gut? Jo, läuft. Läuft. Ja, ich bin eigentlich dabei, unsere Videoserie umzubenennen. So Herbstur 2020 hört sich ja eigentlich langweilig an. Eigentlich müssen wir mehr so einen Thriller-Namen draus machen. Die Yacht nach den Wanderstempeln. In der Hauptrolle die Harzer Wanderkönigin Heidrun. In der Nebenrolle der Lakai Thomas. Hört sich doch besser an, oder? So, jetzt nicht lang schnacken. Diese Richtung, weiter geht's. Unschwer erkennen kann. Der letzte Kilometer zur ersten Stempelstelle. Es geht wirklich nur bergauf. Ich liebe den Harz. Gestempelt nach 3,5 Kilometer und ich gehe jetzt mal hier auf diesen Elfenstein hinauf. Guck dann schon wieder hin. Hier bin ich. So, und werde gleich mit einem Ausblick belohnt. Da ist ja noch jemand. Hallo. Hallo. Ja. So, geht's wieder runter. Abwärts. Da ist jemand ganz unten. Der wollte nicht mit auf den Berg. Jo, das war der Elfensteinfelsen. Da hat auch jemand wieder Steinchen übereinander gestapelt. 3,5 Kilometer, 3/4 Stunde. Ja, ist irgendwie merkwürdig. Der erste Stempel geht immer so flott. Und dann kommen nachher komischerweise immer irgendwelche Hürden noch dazwischen. Aber vielleicht wird es heute ja anders. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Weiter geht's. Es gibt auch Glücksmomente im Leben eines Wanderers, wenn es bergab geht. Nachdem wir den letzten Berg wieder abgestiegen sind, sind wir eben kurz durch Bad Harzburg gelatscht. Ja, und jetzt gehen wir wieder den nächsten Berg hinauf, weil, was ist da wohl? Ein Stempel. Ja, so sieht's aus heute. Hoch, runter, hoch, runter. Das ist der Anstieg. Musik.
haben ihn. Der zweite Stempel. Der war wieder schwer erkämpft heute. Das ist Stempel Nummer 80. Das ist Stempelstelle 121, Aussichtsreich, Bad Harzburg. Stempel Nummer 80. So, jetzt sind wir ganz oben. Wie sieht das hier aus? Also der Ausblick entschädigt für die Strapazen hier nach oben. Also der zweite Stempel war nach knapp über 10 Kilometern und 2,20 Anlaufzeit. Jo, rechne das Plätzchen. Aber einfach zu viel Touris hier oben. Nach dem zweiten Stempel beginnt jetzt die Jagd nach dem dritten Stempel. Den wir eben schon die ganze Zeit nach oben marschiert sind, es geht noch weiter hoch. Also es geht noch eine Steigerung. Und dann sehen, ob wir heute den dritten finden. Wäre ja schön, wenn man schon mal hier oben ist, dass man den gleich mitnimmt. Dann den nächsten Urlaub mache ich in Holland. Das ist alles irgendwie platter und nicht so anstrengend. Und weiter geht's. Nummer 3 des heutigen Tages. Einmal reinsteigen in die Hütte. Wie heißt der Stempel? Kreuz des Ostens. Kreuz des Ostens. Das ist jetzt Stempel Nummer 81, richtig? Ja. Drin ist er. So, ich gehe schon mal wieder raus. Verewigt. Da ist er drin. Das Kreuz des Deutschen Ostens auf den Uhlenklippen bei Bad Harzburg. Hier waren wir nach 13 Kilometern und 3 Stunden Wanderzeit. Gehen wir mal luschern, was da so draufsteht. Wieder viele Steine hier. Kreuz des Deutschen Ostens, Stätte des Gedenkens an Vertreibung und Heimatverlust. Jo. Auch wieder alle Tannen abgestorben. Wie sieht das aus, wie Endzeitstimmung? Die Dürre und die Borkenkäfer haben hier alles kaputt gemacht. So, 3 Stempel. Vielleicht schaffen wir heute noch einen vierten. Wir laufen zumindest weiter.
Rabenklippe. Zur Rabenklippe. Schauen wir mal. Kaum zu glauben. Wir haben den heutigen vierten Stempel. Und zwar da vorne an der Rabenklippe. Da ist er. Nummer 4. Nach dem vierten Stempel erstmal einen Schluck aus der Pulle. Gibt es eventuell noch einen fünften Stempel heute, Heidrun? Ich glaub's nicht. Und das macht man alles freiwillig. Es geht wieder bergauf. Jetzt suchen wir einen Weg zum nächsten Stempel. Also wir sind jetzt ganz oben, ne? Was passiert? Achtet mal drauf. Da fährt ein Bus. Da kann man nur den Kopf schütteln. Ja, wir sind immer noch unterwegs zum fünften Stempel. Was sagst du zum Wetter, Heidrun? Heute Morgen war es arschkalt. Und jetzt? Jetzt ist richtig schön sonnig. Wenn Engel wandern. Wir sind noch lange nicht zu Hause. Lass uns erstmal den fünften Stempel suchen. Auf geht's. Wir sind gleich da beim Stempel Nummer 5 am Montag. Ja, es wird ein bisschen windiger wieder. 18,5 Kilometer, 4¼ Stunden. Und wir müssen noch nach Hause. Aber erstmal holen wir uns den fünften Stempel. Stempelstelle 169, das Molkenhaus. Ja, hier ist auch noch eine Gastronomie, aber das Molkenhaus bleibt bis auf weiteres geschlossen. So sieht das hier oben aus. Falls man noch Post aufgeben will, wird die auch gehen. Ich würde sagen, das waren die 5 Stempel vom heutigen Tag. Wir machen uns jetzt auf die Socken Richtung Bad Harzburg. Das geht es wahrscheinlich erstmal bergab. Obwohl, das kann auch weh tun, wenn es zu schnell bergab geht. Wollen wir starten? Es geht los, diese Richtung, ab nach Hause. Ja, geschafft. Ich sag nur 5. Genau. 5 Stempel haben wir heute erlaufen. Es war insgesamt heute der Tag der Superlative. Wir haben heute, glaube ich, alle Rekorde gebrochen, die es irgendwie gibt. Wir sind 27,5 Kilometer gelaufen. Neuer Rekord. 6 Stunden waren wir unterwegs. Ja, auf die Höhenmeter bin ich noch gespannt. Das müssen wir ja nochmal auswerten. Das kommt im Abspann vom Video. Ja, tolle Wanderwege heute. Wir waren zum Schluss noch durch Bad Harzburg gewandert. Das letzte Stück muss man halt so ein bisschen an Straßen laufen. Aber das war okay. Ja, wie gesagt, ganz tolle Wanderwege. Alles super ausgezeichnet. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir heute so Bad Harzburg, das Tourigebiet. Wir waren oben beim Burgberg. Kann man natürlich mit der Seilbahn hoch. Fahren natürlich auch viele hin. Ja, und die ganze Strecke da oben, wo wir die Stempel gefunden haben, da kann man ja sogar mit dem Bus hochfahren. Also geht überhaupt nicht. Wir haben sie aber ganz normal erwandert. Ja, was passiert jetzt noch? Nichts. Bier trinken, Wunden lecken. Ich weiß gar nicht, wie ich morgen aus dem Bett kommen soll. Aber das ist ein neuer Tag. Müssen wir mal schauen.
Jo, das war's dann für heute. Morgen geht's weiter. Tschüss. Moin moin am Dienstag, den 29. September. Ja, wir sind schon wieder unterwegs, seit 21:15 heute. Ja, wettertechnisch, es war heute Nacht richtig frisch, heute Morgen auch noch, aber jo, die Sonne scheint, geiles Wetter. Also wie gesagt, wir sind jetzt 3,5 Wochen unterwegs, wir haben jetzt einen richtigen beschissenen Tag gehabt, das war der letzte Samstag, der Fahrtag. Also das Wetter in Deutschland ist gar nicht so schlecht, wie man immer sagt. Ja, heute ist der letzte Tag hier um zu Bad Harzburg. Wir wollen noch mal eine kleine Tour machen, heute hoffentlich nicht ganz so lang und so anstrengend wie gestern, die 27,5 Kilometer und 6 Stunden, also heute tun die Knochen echt ein bisschen weh. Aber müssen wir durch, machen wir ja freiwillig. Ja, wir schauen mal, was wir heute für eine kleine Tour noch machen, vielleicht noch mal ein, zwei Stempelchen finden. Und dann vielleicht heute Nachmittag noch mal vom Runner sitzen, Füße hoch, ein bisschen Sonne genießen. Ja, jetzt geht's diese Richtung wieder, das kennt ihr ja schon, auf geht's. Nachdem wir eben durch den hässlichen Ort Ocker durchmarschiert sind, geht es jetzt hoch, natürlich nach oben, zum ersten Stempel. Wie schimpft er sich, Heidrun? Sudmerbergwarte. Sudmerbergwarte. Bergwarte, hört sich wieder hoch an. Hier geht's hoch. Wir haben ihn, den Stempel des Tages. Nach 7,5 Kilometern, 1 Stunde 35 sind wir oben auf dem Berg. Hier ist die Kiste, Stempelstelle 108, Sudmerberger Warte. Jo, da ist er. Das ist die Warte. Wie sieht das aus hier? Zwei Stempel. Heute hat er zwei Stempel gefunden. Pack ihn rein, mitnehmen. So, mal schauen, was hier noch so alles ist. Betreten darf man das nicht. Wollen wir auch nicht. Jetzt sind wir ganz oben. Ja, wir haben gerade beschlossen, dass es der einzige Stempel von heute bleiben wird, weil der zweite wäre zu weit weg. Aber den holen wir uns noch an einem anderen Tag wahrscheinlich. Weil sonst wird der Tag heute einfach zu lang. Wir wollen heute ja es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Die heutige Wandertour ist beendet. Genau 15 Kilometer, 3 Stunden 15, ein Stempel. Das reicht für heute. Ja, wie war die Strecke? Wir sind ja in Göttingerode gestartet, ins Tal runtergelaufen, in die Ortschaft Ocker. In Ocker hoch auf den Berg, wo die Warte war. Es war allerdings nichts ausgeschildert, also gar kein Schild. Wie gesagt, es gab auch noch einen Weg den Berg hoch, haben wir auch gefunden. Weg war okay. Ja, eine Tour haben wir nicht richtig hingekriegt, eine Runde. Sind eigentlich fast den gleichen Weg wieder zurückgelaufen, wieder durch Ocker durch. Also der Ort, zumindest was wir gesehen haben, versprüht überhaupt kein Harzflair. Ja, ging halt nicht anders, um den Stempel heute noch zu bekommen.
Ja, kurze Tour. Die Sonne scheint. Wir werden uns jetzt von Rander setzen und den Nachmittag so ein bisschen genießen. Ja, morgen geht es dann wieder on Tour weiter auf unser Herbsttour 2020. Später kommt nochmal ein Fazit zu diesem Platz. Jetzt gehe ich erstmal ein Bier zischen. Da bin ich wieder. Ja, Fazit zu den 4 Tagen in Bad Harzburg auf dem Regenbogen Ferienpark oder Ferienanlage Bad Harzburg-Göttingerode. 3 Tage sind wir gewandert. Morgen geht's weiter. Ja, was gibt's zu sagen? Toller Campingplatz. Ca. 200 Touri-Plätze. Ist natürlich jetzt relativ leer hier. Erstaunlich leer eigentlich, weil der Preis ist okay mit Axi-Card und Campingcard. Es sind 2 Teile. Unser Areal, da stehen, stehen einige Fahrzeuge und dann ist eine kleine Nebenstraße und auf der anderen Seite ist dann halt das zweite Areal, was momentan relativ leer ist. Es ist eine Handvoll Fahrzeuge, also relativ wenig. Die müssen halt immer hier zu den Sandanlagen rübergehen. Wie gesagt, Platz gefällt uns gut. Ein paar Bäume, aber nicht zu viel. Also nicht so doll wie letztes Mal in Waldgried bei Knaus. Sanitäranlagen top, Brötchenservice top, lecker Brötchen, alles gut. Wandertechnisch, wie gesagt, wir haben 2 ganz tolle Tage hier gewandert, tolle Wege, toll ausgezeichnet. Das war spitzenmäßig. Ist natürlich alles, was ich gestern schon sagte, sehr touristisch angehaucht. Ist halt so, muss man mögen, muss man durch. Wir wollen ja Stempel sammeln. Ja, heute war, wir waren fertig noch von gestern. Ein Stempel noch erwischt, mehr gibt es jetzt momentan noch nicht. Ich hatte gestern mal angeregt, vielleicht noch einen Tag länger zu bleiben, weil der Platz toll ist, aber macht keinen Sinn, weil es gibt keine Stempel mehr hier. Also müssen wir morgen weiter. Also morgen ist dann wieder der Fahr, Relax, Gammel, Internet, liest, keine Ahnung was. Also morgen passiert gar nichts. Es ist auch nicht allzu weit, was wir morgen fahren müssen. Wir wissen schon, wo wir einkaufen können. Ist hier dann nie wieder Netto, da fahren wir hin. Jo, wir sitzen draußen. Erstens war es sehr warm. Momentan ist eine etwas stärkere Brise gerade wieder, aber uns kommen Wolken durch. Deshalb habe ich hier so einen Fließpullover an, halt und auch. Aber man kann draußen sitzen. Und wir haben fast Oktober, also Ende September. Ja, das ist es, was ich sagen wollte zu dem Aufenthalt hier in Bad Harzburg-Göttingerode. Hat uns sehr gut gefallen. Wetter hat mitgespielt. Entgegen der Prognose haben wir wirklich sehr gutes Wetter gehabt. Es war kälter als sonst, als in den letzten Stationen. Aber okay, kann man sich anziehen, Hauptsache trocken, bisschen Sonne. Wenn die Sonne lächelt, kann man schon tolle Fotos machen, Filme machen, alles gut. Ja, Heidun hat schon das Essen vorbereitet für heute Abend. Viel passieren tut nicht mehr. Muss ja auch nicht immer sein. Ja, wir genießen noch die paar Stunden, die wir, oder halbe Stunde oder Stunde, anderthalb Stunden, die wir draußen sitzen können. Dann geht es in die Dusche. Dann genießen wir den Abend. Und morgen geht es weiter auf der Herbsttour 2020. Bleibt dabei, kommt mit. Tschüss.